Das Robert-Koch-Institut wird heute in seiner Risikoeinschätzung für Deutschland die Gefahrenlage von sehr hoch auf hoch runterstufen. Das mit dem breiten Testangebot, das entstanden ist, weit über 15.000 Teststellen im ganzen Land, wir gerade auch in der dritten Welle und zum Brechen der dritten Welle, zum Ausleuchten des Dunkelfeldes, wir einen wichtigen Unterschied haben machen können und ein Angebot haben aufbauen können, das es vielen Bürgerinnen und Bürgern möglich macht. Und ich finde, allein wenn man hier täglich durch die Stadt geht, sieht man ja, wie viele sich auch an Teststellen anstellen, um sich testen zu lassen. Man muss jetzt sehr, finde ich, in der Debatte aufpassen. Viele der Testanbieter machen das sehr gewissenhaft und seriös. Da sind Ärztinnen und Ärzte, da sind Apotheken, da sind das Rote Kreuz, andere Hilfsorganisationen, Feuerwehren in manchen Landkreisen, zum Teil sogar mit Unterstützung von Ehrenamtlichen, die das machen, und auch private Anbieter. Und jetzt gibt es eben den Verdacht, einen gut begründeten Verdacht nach allem, was ich überblicken kann, dass es auch zu Betrug mit krimineller Energie gekommen ist. Und Betrug ist eine Sauerei. Da muss die Staatsanwaltschaft ermitteln, sie ermittelt. Und da müssen dann auch strafrechtliche Konsequenzen gezogen werden.